Hallo zusammen und willkommen zu meiner Präsentation über Neurobiologie, besonders Epilepsie und SUDEP. SUDEP ist ein Akronym für Sudden Unexplained Death in Epilepsy, also Todesfälle bei Epilepsie. Falls Sie medizinische Informationen benötigen, natürlich wenden Sie sich an einen Spezialist, einen Arzt. Ich selbst bin ein Epileptiker und habe mich entschieden, da etwas gut davon zu machen und Neurologie zu lernen. Und ich freue mich, Ihnen zu mitteilen, was ich gelernt habe. Hoffentlich kann ich jemandem helfen. Und gleichzeitig ich kann natürlich auch meine eigenen Kenntnisse damit vertiefen und verbessern. Falls Sie etwas finden, das falsch ist oder fehlerhaft, oder fehlenden, gern können Sie mir unten einen Kommentar hinterlassen, werde ich dann die Präsentation verbessern. Die Präsentation geht in zwei Teile. Der erste Teil ist die Physiologie, der richtige Ablauf und die Pathologie danach, wenn etwas schief gelaufen ist, also zum Beispiel jetzt hier Epilepsie oder SUDEP. Also fangen wir an mit die Neurophysiologie. Zuerst haben wir die Membranpotential von den Neuronen. Die Neuronen bezieht sich hier auf den Zellkörper, in den Kern am Anfang. Natürlich kommen Dendriten und so weiter. Ich habe die Abbildung einfach vereinfacht, um das zu einfacher zu machen. Also hier ist im Zellkörper, in dem Kern. Hier ist die Axonhügel, das ist der wichtige Einteil. Dazu kommen wir später. Und der Rest des Neurons ist die Axon. Nun, die Membranpotential ist die Status, wo der Neuron ist bereit, aktiviert zu werden. Und das ist möglich, indem dass die innere Seite des Axon ist mit negativer Charge und die außerhalb von dem Neuron ist positiv. Und das ist möglich durch zwei Chemikalien, hauptsächlich Natrium oder Sodium, auch so genannt, und innen drin für Kalium oder auch genannt Potassium. Membranpotential ist der Status vor der Aktionspotential, wo der Neuron ist aktiviert. Und um aktiviert zu werden, der Neuron benötigt ein paar verschiedene Komponenten, die wir werden jetzt hier erläutern. Okay, zuerst haben wir den Sodium-Kanälchen, also diesen Ion-Kanal genannt, aber hier das ist besonders für Sodium oder Natrium. Dazu ist auch die Potassiumkanal und hier ist die ATP-Pumpe, die ATP-Energie nutzt. Diese ATP-Energie kommt vom Mitochondrien und es ist einfach eine Mischung von Glucosenphosphat, da macht ATP-Energie. Und das ist hauptsächlich die drei Komponenten, die für die Aktionspotential zuständig sind. Und die wiederholen sich einfach entlang des Axon. Bis zu dem Ende, wo ist ein anderer Kanal, das ist der Calciumskanal. Der erlaubt Calcium in der Axon reinzukommen. Und hier haben wir ganz am Ende des Axon haben wir Vesicle mit Neurotransmitter drin, verschiedenen Neurotransmitter. Und das ist hier die verschiedenen Komponenten, die das Axonspotential ermöglichen. Jetzt gehen wir zum Axonpotential. Zum ersten Schritt wird die Ionkanal hier, die Sodiumkanal, mit Spannung aktiviert. Der fühlt, ob da eine positive Charge innen drin ist. Wenn es Fall ist, öffnet sich der Kanal. Und kommt Sodium in der Axon. Kurz danach wird der Potassiumkanal geöffnet und Potassium wird entlassen. Dadurch entsteht eine positive Charge in der Axon und eine negative Charge außerhalb des Axons, also umgekehrt als dem normalen Membranpotential. Danach wird der ATP-Pumpe der Natrium-Sodium nochmal rauslassen und in den Potassium
nochmal reinlassen, um zurück zu dem Membranpotenzial wiederzukehren. Das heißt, so dass der Neuron kann erneut aktiviert werden. Zu dem Zeitpunkt, wo man positive Charge hier, der Natrium-Ion-Kanal daneben, ist Spannung aktiviert, er hat das gefühlt und er hat sich geöffnet. Und im zweiten Schritt wird dann diese ganze Sachen hier wiederholt sich, wo die Sodium-Kanälchen öffnet sich, lasst Natrium rein, der Potassium-Ion-Kanal öffnet sich, die Potassium geht raus und dann die Pumpe, dann pumpt wieder raus das Sodium und dann die Potassium wieder rein. Hier muss ich jetzt sagen, dass von der Pumpe ist dabei, Sodium rauszulassen, Potassium wieder rein. Das ist immer noch ein bisschen positiv hier drin. Und dann, da dieser Kanal hier Spannung aktiviert, dann kann der sich nicht schließen. Dafür ist der diese Kugel auf einer Kette, um der Kanal zu inaktivieren. Es ist vom unten zu schließen, bis es ist ganz negativ, wo er kann sich vom selbst zu schließen, dann weil es keine Spannung mehr. Also das hat angefangen hier und dann, das ist wie ein Domino-Effekt, denn es geht auf den nächsten Schritt hier und dann was ein positive Charge in die Axon bringt und dann danach der nächste Sodium-Kanal ist auch Spannung aktiviert, öffnet sich und wiederholt sich der ganze Prozess, um eine positive Charge von der Anfang des Axons bis zu der Ende der Axon zu bringen. Und letztendlich haben wir einen Calcium-Ion-Kanal, der ist auch Spannung aktiviert. Und zu diesem Zeitpunkt dann kommt Calcium rein. Das Magnesium ist hier zu entscheiden, wie viel Calcium reinkommt, um zu kontrollieren, wie viel, weil Calcium lässt die Vesikel, die Calcium lässt der Neurotransmitter rauskommen. Vom Vesikel. Und die Magnesium entscheidet, wie viel Calcium hier rauskommt. Das ist ein Kontroll. So, die Neurotransmitter sind in die synaptische Spalt. Und wann die sind benutzt worden, dann werden nochmal in die Vesikel reinkommen, in den Axon, sodass die Neuron ist nochmal auf die Membranpotenzial, wo er ist bereit, nochmal zu feuern, aktiviert zu werden. Nun gehen wir über die synaptische Spalt. Die synaptische Spalt ist dieser Ort hier zwischen die Ende eines Neurons und dann die Anfang und eine zweite. Hier haben wir zwei Enden von zwei verschiedenen Neuronen und der ist aktiviert worden hier, spannungsaktiviert. Calcium ist reingekommen. Er hat einen Neurotransmitter rausgelassen, aber es gibt verschiedene Neurotransmitter. So, hier haben wir zuerst Glutamat. Das ist ein excitatorischer Neurotransmitter. Diese Neurotransmitter hat einen Rezeptor auf einem Kanal und öffnet den Systemkanal und lässt rein den Natrium. In dem Neuron, das macht positive Charge innen drin. Es gibt auch andere Neurotransmitter, zum Beispiel wie GABA, das ist ein hemmenden Neurotransmitter. Er hat auch Ionkanäle, Rezeptor, und wenn er sich dort bindet, öffnet sich der Kanal, Ionkanal, und kommt Chlorid, sorry, innen drin, das macht eine negative Charge. Und jetzt hier kommen wir zu die Sammelpunkt, Axonhügel. Und was passiert hier ist, dass das macht eine Summe vom alle Signal, alle Charge, die sind reingekommen. In dem Fall haben wir mehrere positiv als negativ, so wir haben jetzt ein positives Signal und dann die Sodium Kanälchen sind spannungsaktiviert, das heißt, die fühlen diese positive Charge, dann öffnet sich der Sodium-Kanälchen und jetzt fängt an der Aktionspotenzial, was wir gerade in die
Seite davor erklärt haben und empfängt dann diese Axonspotential. Der bringt eine positive Charge vom Anfang der Axon bis zu dem Ende, bis die Neurotransmitter sind entlassen. Und so wird die Axon so ohne Axonpotential zu erledigen. Okay, jetzt sprechen wir vom neuronales Netzwerk. Okay, wir haben gesprochen, wir haben exzitatorisches Signal, wir haben hemmendes Signal, die kommen zu einem Neuron und dann die Summe von den Signalen, das wir bekommen, erlauben oder erlauben nicht ein Axonpotential. Falls ja, dann diese Axonpotential geht entlang dem Axon vom ersten Neuron und durch die synaptische Spalte springt die folgende Neuron und in diesem Weg können dann ein Organ erreicht werden, ein Signal zu einem Organ geben, zu lebenswichtige Organe, zum Beispiel die Lunge hier oder das Herz. Natürlich zu alle Organe oder Haut oder Muskel, aber dass wir sprechen vom CDEP in dieser Präsentation, dann sprechen wir zuerst vom lebenswichtigen Organ. Und das ist ein neuronales Netzwerk. Nun, ein Netzwerk kann ein Axonspotential führen zu einem Herz. Aber die Gehirnplastizität ist so, dass nicht nur der Gehirn kann sich aufbauen, kann sich entleeren, aber hat auch redundantes Netzwerk. Das heißt, wenn ein Netzwerk wird irgendwie nicht richtig funktionieren können, denn das Gehirn nutzt dann ein anderes Netzwerk, um ein Signal und Aktionspotenzial zu haben, zum Beispiel für das Herz, weil es ist lebenswichtig. Und das heißt, dass das Gehirn hat mehrere Netzwerke für ein Organ. Das ist für Sicherheit. Hier möchte ich einen Unterschied machen zwischen einem Netzwerk, was ist das normale Netzwerk für ein Aktionspotenzial zu einem Organ zu geben, oder ein redundantes Netzwerk, falls etwas schief läuft, so der bekommt trotzdem ein Aktionspotenzial. Aber es gibt auch benachbarten Netzwerk, weil das Gehirn ist voll mit Millionen verschiedenen Netzwerken und die sind alle nebenan. Aber wenn sie nebenan natürlich andere Netzwerke können an andere Organe verantwortlich sein, zum Beispiel hier für die Lunge. Und natürlich ein benachbarten Netzwerk kann auch sein eigenes Redundanznetzwerk auch haben. Später kommen wir zurück dazu bei die Pathologie. Die ganze Neurobiologie. Okay, zuletzt hier, wir haben die Signalverteilung. Wir haben sensorische Signale, die kommen von Extremitäten, vom Organ, vom Muskel. Die werden zu dem Gehirn geschickt. Die gehen über von einer Seite zu der andere, wo die Pyramidenkreuzung ist. Und dann werden geschickt zu die Thalamus. Und der Thalamus ist der Verteiler und schickt die sensorische Signal zu dem richtigen Teil des Gehirns, die für diese Funktion zuständig ist. Die Signal wird verarbeitet, dann wird ein N-Wort-Signal zugeschickt, zum Beispiel ein Motorsignal. Der wird durch den Thalamus dann nochmal geschickt zu die Pyramidenkreuzung, wird gekreuzen, geht zu die andere Seite des Körpers und geht zu die Organe oder lebenswichtige Organe und Muskel oder Extremitäten. Und das ist grundsätzlich die Physiologie. Und die nächste Präsentation wird über Pathologie.